Herzlich willkommen zu Ayla Info TV. Heute Thema der Sendung ist der CSI Kitchen Star. Ich habe mir hierfür wieder Henning Becker eingeladen, der uns einige Informationen und Details geben wird. Henning, herzlich willkommen. Hi Christina, immer wieder schön hier zu sein. Gerne. Ja, heute geht es um den CSI Kitchen Star. Es handelt sich hierbei um einen 40-Tonner Kofferauflieger mit Zugmaschine. Dieses Konstrukt wird sehr gerne auch von unserer hauseigenen Ayla Catering Agentur betreut, ist aber selbstverständlich möglich, das Gefährt auch für Ihre Veranstaltung zu mieten und es mit Ihren eigenen Köchen und Ihrem eigenen Personal zu betreiben. Schauen wir uns kurz den Auflieger von innen an. Wir haben an der Fahrzeugseite eine geräumige Kühlzelle mit einer Größe von ca. 7 Quadratmetern, die alle Bedürfnisse erfüllen sollte. Dahinter folgt Richtung Heck die Küche und ein Warenlager, Trockenwarenlager. Von oben links fangen wir an, ein Handwaschbecken, und hier befindet sich auch die gesamte Steuereinheit. Wir haben ein paar Gimmicks hier, sodass die Köche auch in der Lage sind, zum Beispiel ein iPod oder ähnliches anzuschließen, um auch während der Arbeit ein wenig Unterhaltung zu bekommen. Ansonsten haben wir geräumige Arbeitsflächen, natürlich aus Edelstahl, wo auch größere Vorbereitungen für größere Gästeanzahlen problemlos möglich sind. Integriert ist ein professioneller großer Kombidämpfer, ein 8-Flammen-Gasherd mit Backofen darunter nochmal, eine Kippbratpfanne, sehr sinnvoll, vor allen Dingen, wenn größere Mengen zubereitet werden müssen, und natürlich eine großzügige Doppelfritteuse. Dieser ganze Bereich ist mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube überdacht. Auf der anderen Seite befindet sich dann ein Doppelspülbecken gleich am Anfang der Küche, gewährleistet, dass Geschirr, ankommendes dreckiges Geschirr, gleich dort abgestellt werden kann und sofort zum Beispiel durch den integrierten Spülautomaten gesäubert werden kann. Dieser Spülautomat ist standardmäßig eine Winterhalter-Gastro-Spülmaschine. Gerade bei größeren Veranstaltungen mit mehreren Gästen ist es aber auch problemlos möglich, hier zum Beispiel eine Haubenspülmaschine zu integrieren. Wir haben sowieso Erweiterungsmöglichkeiten für dieses ganze Konstrukt, können zum Beispiel dem Truck ein Vorzelt anbauen. Sinnvoll, wenn wirklich größere Personenzahlen anwesend sind, kann man hier weitere Edelstahleinheiten positionieren, um zum Beispiel die Speisen anzurichten, um sie dann vom Servicepersonal hier abholen zu lassen. Das Gleiche ist auf eine Gesamtfläche von 162 Quadratmeter erweiterbar. Nehmen wir ein zweites Vorzelt auf der linken Seite anbauen. Mit dieser ganzen Fläche, mit der integrierten Küche, haben wir hier ohne Probleme die Möglichkeit, auch Personenzahlen im hohen dreistelligen Bereich zu bewirten. Kurz zu den Key Facts. Wir haben eine Auf- und Abbauzeit von 2 Stunden bzw. von 1 Stunde. Und eine Person müsste mindestens vorhanden sein. Die Anforderungen: eine Länge des Trucks von 13,50 Meter, eine Breite von 2,50 Meter und wir benötigen 2×32 Ampere Strom. Ihre Vorteile: wir haben einen schnellen Auf- und Abbau, wir sind absolut location unabhängig. Selbst wenn wir irgendwo auf einer Wiese auf dem Feld sind, werden wir die Stromversorgung anhand von Notstromaggregaten gewährleisten. Wir haben eine professionelle Ausstattung, die einer Gastroküche irgendwo fest eingebaut in keinster Weise nachsteht. Und auch durch die Zelte, die wir links und rechts anbauen können, können wir wirklich große, große Personenzahlen ein tolles Catering gewährleisten. Ja, unser CSI Kitchen Star. Ich hoffe, für Sie ist es eventuell auch mal was. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Key Facts ein wenig näher bringen können. Henning, vielen, vielen Dank für deine Präsentation. Schön, gerne, dass du da warst. Liebe Zuschauer, wenn der CSI Kitchen Star auch Ihr Interesse geweckt hat und Sie nochmal alle Informationen nachlesen möchten, einfach wie gewohnt unter ayla-events.de unter der Rubrik Mietpark alles nachlesen, alle Details nochmal anschauen. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss. Tschüss.